Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, einfache Schaltkreise. Ich habe das letzte Mal erwähnt, es gibt Widerstandskombinationen, denen können wir nicht Herr werden. Ja? Die können wir nicht berechnen mit unserem jetzigen Wissen. Jetzt hat vielleicht der eine oder andere gegrübelt. Ich erwarte es nicht, aber vielleicht hat es wer überlegt und gesagt, ja, was kann das sein, was kann das sein? Nun, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein so ein Beispiel. Ja, schauen wir uns das an. Wir haben hier 5 Widerstände. Jetzt haben wir die Aufgabe, einen Ersatzwiderstand, wie groß der Gesamtwiderstand zwischen den Punkten A und B, das wollen wir berechnen. Muss ich das anschauen? Wir haben keinen einzigen Widerstand, keine 2 Widerstände parallel und keine 2 Widerstände in Serie. Wir sahen am Ende. Okay, aber es muss doch einen Gesamtwiderstand geben, ne? Das gibt's ja nicht. Ne? Es muss doch. Ne? Und es gibt natürlich einen, und was uns bei dieser Aufgabe helfen kann, ist die sogenannte Stern-Dreiecks-Transformation. Ja. Schauen wir uns das an. Wenn ich verschiedene Widerstände im Dreieck angeordnet habe, in einem Dreieck angeordnet, mit 3 Anschlüssen, also das sind 3 Anschlüsse immer, dann gibt es eine Widerstandskombination und eine Widerstandskombination, und diese beiden Widerstandskombinationen verhalten sich absolut ident bezüglich der Anschlüsse. Ist von außen nicht zu unterscheiden, weil ich nur die Anschlüsse sehe. Weiß ich nicht, ob das der ist oder der. Ja? Und diese 2 Varianten kann man auch ineinander umrechnen. Okay? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir es gleich als erstes, ja, vom Stern zum Dreieck kommen will. Ja? Also von einem Stern kommen wir zum Dreieck. Wie machen wir das? Also, R1,2 berechnet sich so. Man kann das natürlich jetzt herleiten und ausrechnen und so weiter, aber das ist nicht so leicht. Das kann jetzt wer probieren, das zeige ich gar nicht her. Man merkt es nämlich auch relativ leicht. Also pass auf, R1,2, der Widerstand da, und oben in diese Richtung stehen immer alle möglichen Kombinationen. Also R1 mal R2 plus R2 mal R3, ja. Plus, und jetzt R1 mal R3. Also alle Widerstände mit allen irgendwie multipliziert. Ja? Und dann dividieren wir durch den Widerstand, der da nicht vorkommt, R3. Okay? R1,2, das da oben, dividiert durch R3. R2,3, also ganz entsprechend, R1 mal R2 plus R2 mal R3 plus R1 mal R3, genau das gleiche, also alle Kombinationen wieder. Und was kommt da nicht vor? R1. Und R1,3 ist wieder oben R1 mal R2 plus R2 mal R3 plus R1 mal R3, genau das gleiche wieder. Und was kommt da nicht vor? R2. Also so rechne ich aus dieser Konfiguration diese Konfiguration aus. Okay? Gut. Und natürlich gibt es auch den Weg zurück, ja? Weil wenn ich in A-Richtung das Äquivalent hinbringe, dann kann ich es doch in die andere Richtung auch machen. Der Weg zurück, also vom Dreieck zum Stern. Ja? Wie schaut das aus? Wir müssen uns dieses Mal R1 ausrechnen. Ja? Und das ist die, wo der 1er vorkommt, also R1, 2 mal R1, 3. Da unten kommt er nicht vor. Ja? Und dann muss ich dividieren und da mache ich jetzt diesmal die Summe. R1, 2 plus R2, 3 plus R1, 3. Und die anderen funktionieren analog. R2 also. Dort, wo der 2er vorkommt, das ist natürlich ein R1,2 mal R2,3, dividiert durch, und wieder diese Summe, R1,2 plus R2,3 plus R1,3. Und dann R3 ist gleich, überall, wo der 3er vorkommt, R1,3 mal R2,3, dividiert durch diese Summe, R1,2 plus R2,3, plus R1,3. Okay? Also,
So funktioniert das. Ja, so kann ich diese zwei Varianten ineinander umrechnen. Nun, wenn wir jetzt auf dieses Beispiel hier blicken, hilft uns das irgendetwas? Sicher tut es das. Ja, sicher tut es das. Wo ist denn da jetzt der Rand? Da. Ah, das wird sich nicht ausgehen. Ja? Ich habe nämlich hier oben ein Dreieck. Sehen wir das? Ja? Also hier oben habe ich eigentlich ein Dreieck. Ja? Da. Ja? Dann ist das der 1er Punkt, das ist der 2er Punkt, das ist der 3er Punkt. Ja? Jetzt möchte ich das umrechnen, und zwar so. Das ist der 1er Punkt. Zweier Punkt, Dreier Punkt und da unten, das bleibt gleich, das ist der R4 und das ist der R5. Und da haben wir ein A, da haben wir ein B. Tatsächlich hilft uns das. Ja? Tatsächlich hilft uns das. Wie machen wir das also? Ja? Also, wir nehmen unsere Formeln hierher, ja, wir nehmen diese Formeln hierher und nun, wir brauchen die roten Formeln. Ja, also, wenn ich den hier jetzt zum Beispiel R1S nenne, den nenne ich R2S, den nenne ich R3S, ja, S für Stern, ja, dann habe ich einmal R1S ist gleich. Und die, wo 1 vorkommt, also das ist in unserem Fall hier, da ist R1, 2, das ist bei uns R1 mal R2, ja, dividiert durch die Summe. R1 plus R2 plus R3. Okay? R2S ist gleich. Und jetzt da, wo der 2 ist, das ist R1, ja, mal R3 in meinem Fall, dividiert durch die Summe. R1 plus R2 plus R3. Da sehen wir schon, die Indizes bedeuten nichts. Ich wende nur diese Formel entsprechend an, dass sie hier anders heißen. Dass da jetzt nicht R1,2 steht. Der heißt ja nicht R1,2, der heißt da R1, aber der entspricht praktisch den R1,2. Okay? Und dann haben wir den R3S. Und das ist der, wo der 3er ist. Und das ist bei mir R2. Mal R3, ja, dividiert durch die Summe. R1 plus R2 plus R3. Ja. Gut, jetzt gebe ich das weg. Rutscht das rüber. Jetzt könnten wir das eigentlich ausrechnen. Sagen wir mal. Ja. Wollen wir mal den Taschenrechner wieder finden? Schreiben wir es einmal an. R1 sind 100 Ohm. Mal 200 Ohm, ja, dividiert durch, und was kommt da außer? 100 plus 200 sind 300, sind 600. Und das sind 100 Ohm mal R3, 300 Ohm, dividiert durch 600 Ohm. Schauen wir mal, ob wir es ohne Taschenrechner hinbekommen. R2, 200 Ohm. Mal 300 Ohm, dividiert durch 600 Ohm. Gut, die Nuller streiche ich dann mal weg. Ja. Dann habe ich da oben 1 mal 2 ist 2. Das sind 200, 2 mal 100 sind 200 Sechstel Ohm. Ja. Das sind 100 Drittel Ohm. Ein Drittel sind 0,33, das heißt, das sind 33,3 periodisch Ohm. Puh, Glück gehabt. Ja? Ohne Taschenrechner gelungen, hoffentlich. Ja? So, was haben wir da? Da löse ich auch die Null auf. Da. 3 mal sind 300 durch 6 Ohm. Ja? Sind 100 halbe Ohm. Durch 3, jawohl. Ja? Das sind also 50 Ohm. Gut. Und was haben wir da? Das sind
Da löse ich auch das auf. Ja, 2 mal 3 sind 6. 600stel. 600 Sechstel Ohm. Ja? Schon falsch gerechnet. 3 mal 200 sind 600 und da bleibt nur mehr der 6 über. Und das sind 100 Ohm. Okay. R3 ist. Also wir schauen also so aus. R1 ist, sind 33,3 Ohm. Dann, und jetzt zeichnen die sich ein bisschen anders, haben wir da R2,3. R2S sind 50 Ohm. Das da sind 100 Ohm. R4 waren 400 Ohm. Und R5 sind 500 Ohm. A, B. Und jetzt ziehen wir uns raus, oder? Jetzt ziehen wir uns raus. Weil jetzt haben wir wieder hier eine Serienschaltung, oder eigentlich zwei Serienschaltungen. Hier haben wir eine Serienschaltung. Ja? Und hier haben wir eine Serienschaltung. Ja? Auch schon tut das Ganze jetzt so. Das da oben bleibt gleich. Da habe ich ein A. Dann habe ich da meine 33,3 Periode schon. Ja? Dann teilen wir uns auf. Und dann habe ich meine zwei neuen Widerstände. Und das eine sind 450. Und das andere, das sind 600. Und jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine Parallelschaltung. Die zwei sind jetzt parallel. Ja. Also ich rechne jetzt 1 durch 450 Ohm plus 1 durch 600 Ohm. Sind. So, jetzt brauche ich tatsächlich einen Taschenrechner. Suche ich kurz einen Taschenrechner, machen wir da weiter. Haben schon. Drehen wir auf. Ja. Also pass auf, 1 durch 450 plus 1 durch 600. Ja. Was ergibt es? Was kleines. Na, machen wir es genauer. Dann rechnen wir nämlich einen schönen Bruch aus. Das sind 7 dividiert durch 1800 Ohm. Ja. Okay, das ist also 1 durch R gesamt. Das heißt, ich habe da einen Widerstand und der ist 1800 durch 7. Ja? Also 1800 durch 7, den Kehrwert. Und das sind 257,1 Ohm. Okay? Das ist jetzt der neue Ersatzwiderstand. Ja? Da oben haben wir nach wie vor unseren 33 ein Drittel. A. Da habe ich vergessen zum B schreiben. Gell. Das sind 33,3 Ohm. Ja. Also haben wir in Summe, das ist nämlich wieder eine Serienschaltung, diese zwei. Gell. Dann haben wir eine Serie. Plus 33,3 haben wir. 290,5 Ohm zwischen den Punkten A und B. Passt. Haben wir es ausgerechnet, haben wir es da rechnet. Ja? Also wir sehen, so eine Stern-Dreiecks-Transformation hier, die kann schon was, ja? Die kann uns helfen, unlösbare, bisher unlösbare Aufgaben zu lösen. Stern-Dreiecks-Transformation. Wir haben was gehört über Spannungsquellen, wir haben was gehört über Stromquellen, wir haben jetzt verschiedene Netzwerke berechnet, ja, Widerstandsnetzwerke und so weiter.
Das nächste Mal schauen wir uns was an, wie wir ein ganzes Netzwerk zusammenfallen lassen auf nur eine Ersatzstromquelle oder eine Ersatzspannungsquelle. Das nächste Mal schauen wir uns die Spannungsquelle an. Ja? Ersatzspannungsquelle. Thema nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.